Amen. Nach himmlischer Musik ist es einfach gar nicht so einfach, die Dinge wieder zu erden. Ein sächsischer Ingenieur ist lange Zeit über arbeitslos und beschließt nun, eine medizinische Praxis zu eröffnen. Er hängt ein Schild an die Eingangstür mit folgender Aufschrift: Für 500 Euro garantiere ich Ihnen, Ihre Krankheit zu heilen. Falls es mir nicht gelingen sollte, bekommen Sie 1000 Euro. Ein studierter Arzt denkt sich, dass es ein leichtes sei, hier 1000 Euro zu verdienen, und besucht deshalb die neu eröffnete Praxis. Arzt, ich habe meinen Geschmackssinn verloren. Ingenieur, Schwester, bringen Sie mir bitte die Medizin aus der Schachtel mit der Aufschrift 22 und verabreichen Sie unserem Patienten 3 Tropfen davon. Die Schwester tut, wie ihr befohlen. Der Arzt, pfui, das ist ja Benzin. Ingenieur, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren Geschmackssinn zurück. Das macht dann 500 Euro. Der Arzt ist verärgert, bezahlt die 500 Euro und verlässt die Praxis. Nach ein paar Tagen kommt er wieder. Arzt, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Der Ingenieur, Schwester, bringen Sie mir bitte die Medizin aus der Schachtel mit Aufschrift 22 und verabreichen Sie unserem Patienten 3 Tropfen. Der Arzt, 22, das ist doch Benzin. Ingenieur, herzlicher Glückwunsch, Sie haben Ihr Gedächtnis wieder erlangt. Das macht dann 500 Euro. Der Arzt bezahlt Zähneknirschen und verlässt die Praxis. Ein paar Tage später kommt er wieder, fest entschlossen, sein verlorenes Geld zurückzubekommen. Der Arzt, meine Sehkraft hat stark nachgelassen. Ich erkenne nur noch Umrisse. Ingenieur, nun dafür habe ich leider kein geeignetes Medikament. Sie bekommen deshalb, wie versprochen, die 1000 Euro. Er reicht ihm 2 5-Euro-Scheine. Arzt, Moment, das sind doch nur 10 Euro. Ingenieur, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Sehvermögen wieder. Das macht 500 Euro. Das war also ein typisch sächsischer Witz. Und Sachsen geht es in einigen Bereichen wahrscheinlich auch deswegen relativ gut, weil wir in unserem sächsischen Landtag zu aller Zeit, seit der Wende eigentlich immer Menschen gehabt haben, die ein Verhältnis, ein inneres Verhältnis zu Israel hatten, die unsere Konferenzen besucht haben, die teilweise bei uns Mitglieder sind. Heute Vormittag hatten wir schon einen Landtagsabgeordneten unter uns, der hat sogar beim Lobpreis die Hände hochgenommen. Welches Parlament hat solche Abgeordnete? Und jetzt ist die Abgeordnete dran, hier aus Glaurau, aus dem Sächsischen Landtag, die Frau Schindler. Sie wird uns ein kurzes Grußwort sprechen. Schindler, habe ich gesagt. Ich bin überwältigt, dass ich heute hier bei Ihnen ein Grußwort halten darf. Wissen Sie, ich habe ein Gefühl zwischen tiefer Demut und riesiger Freude. Und wenn ich Sie hier alle sitzen sehe, auch den einen oder anderen Bekannten, Herr Keller, dann freue ich mich ganz besonders, dass ich Sie heute hier alle in meiner Heimatstadt begrüßen darf. Es ist mir ein inneres Anliegen, auch wenn ich nicht die Frau Schindler bin, aber Schindler ist nicht geschimpft, mein Name ist Ines Springer. Aber ich glaube, nach den medizinischen Wohlbehandlungen ist das dann so. Ein Grußwort zu halten in so einer Atmosphäre, gelöst, trotzdem dem Anlass entsprechend würdig und natürlich auch nicht zu lang. Das ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Und meine Damen und Herren, liebe Kinder, wenn ich heute auch hier niemand außer den Herrn Keller mit Namen begrüßt habe,
So darf ich Ihnen sagen, die Atmosphäre, die Sie heute alle hier in die Halle bringen, ist eine ganz besondere. Ich bin sonst hier immer zu Sportveranstaltungen. Da ist es ja laut, da ist es ja derb. Es ist auch schön. Aber das, was Sie in und um die Halle herum für eine schöne, friedliche Atmosphäre zaubern, durch Ihre Anwesenheit, durch die Art, wie Sie miteinander umgehen und durch die Art, wie Sie Klaurau besuchen. Das ist was ganz Besonderes. Und dafür danke ich jeden Einzelnen von Ihnen. Ich wünsche Ihnen allen erstmal für Ihre Konferenz, dann für Ihre Arbeit und natürlich auch für Ihr Engagement, dass Sie alle, jeder auf seine Art hier einbringen. Viel Erfolg, viel Kraft, ein bisschen Glück und auf jeden Fall Gottes Segen. Danke. Das wissen ja einige von mir, dass ich Namens-Alzheimer habe. Und von daher war das völlig okay, dass Sie mich korrigiert haben. Der iranische Präsident Ahmadinejad rief bei Präsident Bush an und sagte: Mr. Bush, ich hatte letzte Nacht einen wundervollen Traum. Ich konnte ganz Amerika sehen, es war wunderschön und auf jedem Haus wehte eine Fahne. Fragt Bush, was waren denn das für Fahnen? Ach, sagte Ahmadinejad, das waren grüne Fahnen und darauf stand: Allah ist groß, Gott ist Allah. Da erwiderte Bush: Wissen Sie, ich bin froh, dass Sie mich anrufen. Ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Traum. Ich sah den herrlichen Iran und überall wehten große Banner. Fragt Ahmadinejad, und was stand drauf? Bush: Ich weiß es leider nicht. Ich kann kein Hebräisch. Wir behandeln also jetzt wieder ein ernstes Thema und ich begrüße in unserer Mitte Herrn Dr. Radatz. Er ist jetzt schon mit seiner lieben Frau das dritte Mal bei uns. Und er hat schon vor den Entwicklungen, die wir derzeit gerade auch in unserem Land sehen, gewarnt. Da war es bei Weitem noch nicht so schlimm. Obwohl wir ja nun alle als gelernte DDR-Bürger immer große Schwierigkeit hatten mit dem Islam. Ihr könnt euch da ja noch dran erinnern. Die Wirtschaft Islam gewesen, die Partei Islam gewesen und vieles andere auch. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was heute hier läuft. Ich freue mich, dass er da ist und uns jetzt seinen Vortrag hält. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Gotter. Vielen Dank auch dem Veranstalter für die Einladung zu dieser Veranstaltung heute und einen guten Tag Ihnen, liebe Freunde. Ich bin tatsächlich das dritte Mal hier und das letzte Mal ist schon einige Jahre her. Und wie Herr Gotter schon richtigerweise sagt, in der Zwischenzeit waren die Entwicklungen so dynamisch, dass man selbst als aufmerksamer Beobachter kaum noch mitkam und über die Anpassungsgeschwindigkeit der Akteure in Politik, Universität und Justiz doch einigermaßen überrascht war. Das Thema Judenhass durch islamische Zuwanderung ist, wie Sie sich vorstellen können und wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, völlig unkritisch und politisch und kulturell überhaupt nicht zulässig. Denn Ihnen ist allen geläufig, dass eine genau entgegengesetzte Politik betrieben wird, die uns den Islam seit vielen Jahren als eine ultimative Kultur vorstellt, der wir uns alle im Prinzip anheimgeben können, weil wir von ihr alle etwas lernen können, insbesondere was unsere Vergangenheit betrifft, denn Judenhass. Und in der Israel-Konferenz spielt dieser Begriff natürlich eine ganz besondere Rolle.
Judenhass soll nun angeblich laut dieser offiziellen Politik gänzlich auf die westliche Politik oder Geschichte beschränkt sein. Und diese westliche Geschichte, insbesondere die Nazi-Geschichte, soll den Muslimen seit Mitte des 19. Jahrhunderts erst beigebracht haben, was Judenhass eigentlich ist und Antisemitismus. Und während wir darüber noch nachdenken und wissen, dass uns die Geschichte und auch die Orientalistik, wie sie noch bis vor kurzem bestanden hat, ganz andere Dinge berichtet, müssen wir feststellen, dass die Muslime so gut gelernt haben von den Kolonialisten und westlichen Vorbildern, dass sie in der jüngsten Vergangenheit, insbesondere seit der sogenannte Islamische Staat in Syrien und Irak tätig ist, nichts anderes und nichts Eiligeres zu tun hatte, als die dort noch restlich verbliebenen Christen zu vertreiben, brutalst zu vertreiben und diejenigen, die nicht eilig genug das Land verließen, umzubringen. Juden hat es in der Zeit kaum noch gegeben in den Ländern, denn die waren aufgrund des Dauerdrucks der Muslime schon Jahrzehnte zuvor ausgewandert. Der Irak war schon in den 60er, 70er Jahren durch die dort herrschende Despotie weitgehend ausgewandert. In Syrien hatten sie sich etwas länger gehalten, sind dann auch mehr oder minder durch das Assad-Regime geduldet worden, das ja bekanntermaßen auch die Muslimbruderschaft sehr stark unter Druck gesetzt hat in den 80er Jahren und deshalb heute auch bestgehasst ist vom orthodoxen Islam in Saudi-Arabien und am Golf. Wenn wir also von orthodoxem Islam sprechen, dann meinen wir denjenigen, der sich auf Koran und Prophetentraditionen stützt, die nach wie vor die alleinigen Grundlagen sind, auf denen Muslime aufsetzen und nach denen sie ihr gesamtes Leben ausrichten. Und diese Grundlagen sind natürlich schon sehr, sehr früh, sagen wir mal in der Spätantike, entstanden. Auch schon vor Mohammed haben sich die ersten Wurzeln entwickelt. Mohammed, während der Mohammedzeit zusammen mit anderen Gründerfiguren ist dann die Ideologie entstanden, die im Koran anschließend niedergelegt wurde und in den Jahrhunderten darauf diese Tradition entwickelt hat. Und diese beiden Glaubensbasen sind in den nachfolgenden Jahrhunderten ständig weiter verfestigt, ausgearbeitet, kanonisiert, katalogisiert und archiviert worden. Und bis auf den heutigen Tag sind die Menschen, insbesondere in Kairo und in Kuwait, damit beschäftigt, riesige Enzyklopädien zu erstellen. In Kairo ist man bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts damit beschäftigt und hat dann ganz intensiv Mitte des Jahrhunderts, 50, 60, die Arbeit vorangetrieben. Und man hat von 100 geplanten Bänden inzwischen etwas über 60 erstellt. Was ich damit sagen will, ist, dass die Orthodoxie im Islam zu keiner Zeit in irgendeiner Weise in Frage gestellt war. Das heißt also, wenn uns heute erzählt wird von der herrschenden Linie, in der Propaganda, die uns tagtäglich überschüttet wird, mit der wir überschüttet werden, dass also der Islam ja nun eigentlich die Philosophie in Europa befruchtet habe und Europa es ohne den Islam im Grunde überhaupt gar nicht geben könne, dann müssen wir dabei berücksichtigen, dass das auf große Erklärungsschwierigkeiten stößt, wenn man wirklich in die Geschichte hineinschaut und wenn man wirklich das unter die Lupe nimmt, was die europäische Geschichte angetrieben hat und die Entwicklung der Wissenschaft und was schließlich im Vergleich dazu im Islam abgelaufen ist. Und da müssen wir nun einfach schlicht und ergreifend feststellen, dass natürlich es einen gewaltigen Unterschied gibt, insofern als die Europäer im 13., 14., 15. Jahrhundert die Wende vollzogen haben von der Kirchenherrschaft zur Wissenschaft, während der Islam den umgekehrten Weg ging von Ansätzen
zu einer liberaleren Philosophie, die dann sehr schnell zugunsten der Scharia und des Koran beendet wurde, hat sich der Islam dann mehr und mehr auf die Archivierung und Katalogisierung der Glaubensgrundlagen konzentriert. Das bedeutet also, wenn wir in Europa eine Reformation hatten, des klerikalen Kirchenglaubens und der theokratischen Herrschaft in Europa, dann ist das ein Vorgang gewesen, den wir vergleichbar im Islam gar nicht haben können, weil eine Reformation im Islam immer nur bedeutet, den Glauben und die Glaubensgrundlagen noch orthodoxer, noch verbindlicher für die Gläubigen zu machen. Es gibt schlicht und einfach keine Liberalisierung im europäischen Sinne. Und deswegen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie kommt es denn überhaupt, dass wir in Europa innerhalb der letzten 30, 40 Jahre insbesondere sehr intensiv uns dem Islam zugewandt haben und in dem bekannten interreligiösen und interkulturellen Dialog nun Muster entwickelt haben, die sich im Grunde immer weiter verfestigt haben insofern, als die Fürsprache für islamische Interessen sich ständig weiter intensiviert hat. Es hat immer wieder auch Proteste gegeben, dagegen, insbesondere im Zusammenhang mit Moscheeveranstaltungen landesweit hat sich dann immer wieder die gleiche Prozedur abgespielt, nämlich dass Bürgerversammlungen stattfanden, in denen die Argumente gegen die Moscheen vorgetragen wurden, die lokalen Politiker und auch Pfarrer und Bildungsbeauftragte sich regelmäßig für die islamischen Interessen ausgesprochen haben und dann früher oder später der Beschluss gefasst wurde, diese Moschee nun doch zu bauen. Es gibt in Deutschland nur ganz wenige Fälle, in denen eine geplante Moschee nicht gebaut wurde, wobei in keinem dieser Fälle die endgültige Entscheidung gefällt wäre, sie nicht irgendwann doch zu bauen. Denn in den Institutionen, in wichtigen Institutionen wie Parteien, Universitäten, Kirchen, Unternehmensstiftungen oder auch Stiftungen allgemein, Justiz, haben wir eine parallele Entwicklung, unterschiedlich intensiv ausgeprägt natürlich, aber parallel und gleichgerichtet zugunsten islamischer Interessen. Heute können Sie keine Karriere machen in einer dieser Institutionen, wenn Sie nicht sich für die islamischen Interessen einsetzen. Und ich kann Ihnen sagen, vor gut 10 Jahren, als meine Familie und ich einmal bedroht waren von einer konkreten Todesdrohung gegen uns und ich dann intensiven Kontakt zu den Sicherheitsbehörden bekam und auch zu einigen wohlmeinenden Journalisten, über die ich gleich noch zu sprechen komme, habe ich erstmals einen Einblick bekommen in die Problematik, die zwischen den Sicherheitsbehörden und der Politik besteht. Es hat dort Leute gegeben, die sich bitter darüber beklagt haben, natürlich unter 4 und 6 Augen, dass wo immer und wann immer sie gegen islamistische und terroristische Aktivitäten ermittelt haben und auch konkrete Fakten herausgefunden hatten, die Politik in aller Regel nicht tätig wurde, beziehungsweise nur halbwegs mal als Feigenblattaktion den einen oder anderen Protagonisten verhaftet hat. Und da wir in der kurzlebigen Moderne natürlich dazu neigen, entsprechend kurzfristig zu denken und zu handeln, prüfen wir in der Regel nicht nach, was eigentlich dann anschließend passiert. Das ist der große Vorteil der, wie ich sie nenne, der herrschenden Klasse. Das soll kein wertender Ausdruck sein, sondern das ist einfach ein Ausdruck für diejenigen, die die Richtung in der Politik, in der Bildung und in der öffentlichen Information
angeben. Und was die öffentliche Information betrifft, kommen wir natürlich auf die Medien zu sprechen, die den sehr verantwortungsvollen Auftrag haben, eben diese Öffentlichkeit der Wirklichkeit entsprechend zu informieren. Und genau das passiert nicht. Denn die Medien sind ihrerseits, einige nennen es bereits schon gleichgeschaltet. Das würde ich vielleicht noch ein bisschen relativieren wollen, weil es durchaus auch noch Journalisten gibt, die versuchen zumindest zu relativieren und bremsende Berichte einzustreuen, die denjenigen, der den kritischen Teil der Bevölkerung zugutekommen und ihm zeigen, aha, es gibt noch hier und da, gibt es noch Akteure, sowohl weniger im TV-Bereich, aber im Print-Bereich, wo tatsächlich noch kritisches Potenzial vorhanden ist und wo der eine oder andere es tatsächlich wagt, selbstverständlich in Abstimmung mit dem Chefredakteur, vielleicht das eine oder andere von sich zu geben, was dem kritischen Teil der Bevölkerung eine andere Realität vermittelt. Und Kritik, liebe Freunde, ist natürlich heutzutage, Kritik an diesem Megathema ist natürlich im Zuge der Propaganda auch verkommen und wird heute mit Begriffen belegt wie Volksverhetzung, Islamophobie, Rassismus und so etwas. Da fragt man sich als Demokrat, wie kommt das eigentlich, dass wir diese radikale Sprache uns angewöhnt haben, beziehungsweise die herrschende Klasse sich diese Sprache angewöhnt hat, statt nun hinzugehen und den demokratischen Auftrag auszuführen, der ja darin bestünde, im Parlament bestimmte, die Bevölkerung, insbesondere die Bevölkerung betreffende Basisthemen zu besprechen und dann auch durch eine korrekte Information und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt abzustimmen. Genau das passiert nicht, sondern seit vielen Jahren, und Sie können das in der einschlägigen Literatur nachlesen, von ganz wenigen kritischen Autoren können Sie es nachlesen, wie die Parteien sich nach und nach seit spätestens den 70er Jahren vereinheitlicht haben und heute im Grunde sich gegenseitig überhaupt nicht mehr wehtun, kaum noch einen programmatischen Unterschied zwischen sich erkennbar werden lassen, sondern im Grunde im gleichen Boot sitzen und die gleichen Interessen verfolgen. Wir haben es, wie ich es nenne, mit einer Einheitspartei zu tun, die unter verschiedenen Namen, unter verschiedenen Fraktionen auftritt. Und man kann natürlich als ursprünglicher Bundesrepublikaner kann man feststellen, dass gerade die Bürger in der ehemaligen DDR ganz offensichtlich ein noch sehr waches Bewusstsein für despotische Strukturen haben und deswegen auch die Protesterscheinungen in den neuen Bundesländern viel ausgeprägter sind als in der alten Bundesrepublik. Und auch hier müssen wir feststellen, dass was immer auch an Kritikpotenzial auftaucht, immer wieder mit der gleichen Gebetsmühle von aggressiven Begriffen belegt wird, sodass wir allmählich zu der analytischen Konsequenz kommen, dass unser Staat auf einem sehr, sehr bedenklichen Wege insofern ist, als eben die kritischen Teile immer und immer wieder niedergebügelt werden und nach auch entweder die Energie verlieren oder auch eingeschüchtert werden und letztendlich diese herrschende Propagandalinie obsiegt und sie ist im Moment auf einem enormen Vormarsch. Wenn Sie heute in die TV-Talkshows schauen, dann können Sie sehen, wie sich dort ein neuer Menschentypus angesiedelt hat, der im Grunde sich damit brüstet, über die Probleme, mit denen wir zu tun haben, überhaupt nicht zu wissen, sondern eigentlich sich darauf beschränkt,
wesentliche Punkte, die ihm von der Propaganda oder ihr von der Propaganda vorgeschrieben werden, nachzusprechen. Und so hören sie immer wieder die gleichen Floskeln, dass der Islam nichts anderes als Frieden bedeutet, dass er die Kultur selbst ist, dass Europa selbstverständlich zum Islam gehört oder umgekehrt, je nachdem, das ist austauschbar, ob wir nun zum Islam gehören oder die Islam zu Europa, spielt im Grunde keine Rolle. Fest steht, dass wir uns mit dieser Art von Indoktrination abzufinden haben. Und was kein Mensch, also ich kenne keinen jedenfalls, voraussehen konnte, war, dass nach der vorangegangenen Immigration ein solcher Vorgang möglich sein würde, wie wir ihn in den letzten 12, 18 Monaten erlebt haben. Diesen ungeheuren Zuwachs an Immigranten in Millionengrößenordnung, der sozusagen vom grünen Tisch entschlossen wurde. Natürlich hat es dazu keinerlei demokratischen Beschluss gegeben, sondern das haben einige wenige im berühmten Konferenzraum haben das beschlossen und durchgezogen. Auf der anderen Seite wird darüber überhaupt kein Wort verloren, dass sich das auch schon längere Zeit abgezeichnet hatte. Zwar hat niemand diesen angeblichen Flüchtlingsschub, viele davon, das wissen wir inzwischen auch, sind keine Flüchtlinge, sondern sind sehr wohl vorbereitet nach Europa gekommen. Aber der Vorgang selbst hatte sich im Grunde eigentlich auch schon wirtschaftlich angekündigt. Denn es gibt auch hier eine uferlose Literatur, die sich seit vielen Jahren mit den Fehlentwicklungen in der Globalisierung beschäftigt und immer wieder anmahnt, dass die Vermögensschere sich allzu weit zugunsten der sogenannten Reichen geöffnet hat und dass dieses Armenheer weltweit in einer unguten Weise anwächst, insofern ungut, als kein Mensch weiß, was daraus an Potenzial, an Gewaltpotenzial entstehen kann. Und sie haben es jetzt schon in vielen Ländern der zweiten und dritten Welt, wo die Bürgerkriege grassieren, wo Rebellen leichte Arbeit haben, die unterdrückte und ausgepowerte Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen, die aber ihrerseits wiederum, die Aufständischen, ihrerseits aber wiederum Zielgruppe eben der Globalisierungsvorteilsnehmer sind, die unter anderem natürlich auch die Rüstungsindustrie und die Waffenindustrie betreiben. Das heißt also, wir haben es hier mit einem sehr eigenartigen Prozess zu tun. Auf der einen Seite haben wir eine Globalisierung, eine Technisierung, die durchaus zum Vorteil auch vieler Menschen abläuft. Auf der anderen Seite benachteiligt sie einen wachsenden Anteil der Menschen, die eben noch nicht in den Vorzug der westlichen Entwicklung gekommen sind. Schon im Ansatz ihrer eigenen Entwicklung werden sie extrem behindert und kommen im Grunde nicht dazu, den Lebensstandard zu entwickeln, den man im Westen hat. So wirft man uns, zum Teil zu Recht, vor, uns zu Lasten dieser Menschen in der dritten Welt zu bereichern und unseren Lebensstandard auf deren Kosten aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die gleiche Vermögensschere sich auch in den westlichen Ländern öffnet und auch hier mit dem berühmten Begriff der Mindestlohnspirale wir Prozesse beobachten können, die ihrerseits nicht aufhaltbar sind. Denn eins müssen Sie wissen, liebe Freunde, wir haben es hier mit einem, wie man das in der Wissenschaft nennt, mit einem dynamischen System zu tun. Ein dynamisches System ist ein Gebilde, das aus sich selbst heraus eigendynamisch arbeitet und alle Teile, alle Elemente, die dazu beitragen, auf diese Funktionsweise abstimmt.
Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel im Westen inzwischen auch einen neuen Menschentypus herangebildet haben, der daran gewöhnt ist, zu funktionieren, der sich schon weitgehend mit dem Gedanken abgefunden hat, entsorgt zu werden, wenn er nicht mehr funktioniert, wenn er nicht mehr dem Netz der Arbeit und der Konsumaktivität, wenn er diesem Bereich nicht mehr ausreichend zuarbeitet, sodass wir als absehbare Folge schon jetzt sehen können, dass die aus dem Netz herausfallenden Menschen, dass diese Zahl rapide ansteigen wird und dass es der berühmten herrschenden Klasse zunehmend schwerfallen wird, passende Argumente zu finden, um diesen Vorgang zu erläutern und plausibel zu machen. Und wenn dazu auch noch jetzt die Zahlen der Muslime sprunghaft ansteigen, die ihrerseits aus einem sehr bildungs- und wirtschaftsschwachen Bereich kommen, dann kann man sich natürlich schon an einer Hand abzählen, dass der Vorteil, der angeblich durch diese neuen Menschen entsteht, dass der herzlich begrenzt ist und dass der in keinster Weise zur sogenannten Wettbewerbslage, die wir im Westen ja ganz besonders immer wieder betonen, gar nicht zu Unrecht. Aber wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir natürlich auch unsere wichtigste Ressource, und das sind Menschen, müssen wir so gestalten, dass sie auch wettbewerbsfähig für die Zukunft bleiben. Wenn wir hier nicht fähig sind, wir müssen nicht unbedingt sofort umdenken. Diese Entwicklung vollzieht sich seit mindestens 40 Jahren. Für mich besteht, und nicht nur für mich, sondern für andere Beobachter in diesem Bereich auch, besteht der Urknall sozusagen dieses Prozesses in dem Einmarsch von Arafat in die UNO-Vollversammlung von 1974. In voller Kriegsbemalung und Bewaffnung marschierte dieser Mensch in die UNO-Vollversammlung und das unter stehenden Ovationen. Seither ist die UNO, die sich erklärtermaßen als atheistische Vereinigung gegründet hat, dazu übergegangen, als einziger Religion einen Gebetsraum in ihren Räumlichkeiten einzurichten, zu gewähren. Alle anderen Religionen, alle Weltreligionen und auch sonstigen Schattierungen und Sekten sind in den UNO-Abgeordneten vertreten. Keine andere hat das Recht, da nun sich auf irgendeinen Raum zurückzuziehen und in ihrem Ritus mal zu meditieren oder sich ins Gebet zu versenken. Das gibt es in der UNO nicht, das gibt es nur für die Muslime. Und weil das so ist, ist auch die Beschlussaktivität der UNO in den Jahren mehr und mehr zu Lasten Israels gewachsen. Und in der heutigen Zeit haben wir das Phänomen zu beobachten, dass die UNO etwa, also mindestens 30% ihrer Beschlussaktivität gegen Israel vollzieht. Israel ist bekanntermaßen, also sowohl von der Bevölkerungszahl als auch von der Fläche des Staates, weniger als ein Tausendstel der Erde. Ja? Aber nimmt über 30% der politischen Aktivität der UNO in Anspruch. Daraus ziehen nicht wenige Beobachter den Schluss, insbesondere eben halt auch solche wie Pedro San Juan, der ein sehr informatives Buch über diese Aktivitäten geschrieben hat, den Schluss, dass die UNO in der Gefahr steht, eine weltweite Haltung gegen Israel zu erzeugen, insbesondere auch dadurch, dass sie mehr und mehr unter den Eindruck des arabischen, hauptsächlich Islam, geraten ist, was für die Zukunft ebenfalls relativ wenig Gutes erwarten lässt. Denn wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch wissen werden, besteht der sogenannte Menschenrechtsrat der UNO inzwischen weitgehend aus islamischen Vertretungen. Und was die Menschenrechte des Islam betrifft, und da kommen wir wieder auf die Glaubensgrundlagen zurück, müssen wir feststellen, dass diese Vorstellung von Menschenrechten und Humanismus,
dass die unserer Vorstellung oder der Originalvorstellung Europas diametral entgegensteht. Denn so wie das ursprünglich in Europa angedacht wurde, in der Neuzeit und in der frühen Aufklärung im 18. Jahrhundert, hatten sich ja die wesentlichen Vordenker dieser Zeit in einer Wendung gegen die wild gewordenen Adligen und Kleriker darauf verständigt, das Individuum in Europa, den Menschen selbst zu fördern und ihn aus dieser vermassenden Umklammerung herauszulösen und damit eben halt auch ein neues Bildungsideal in Gang zu setzen und somit auch den Nationalismus zu entschärfen, indem man halt das Verständnis unter den Staaten durch diese liberaleren Vorstellungen verbesserte. Das alles waren sehr gute Ideen natürlich, aber letztendlich blieben sie auf dem Papier. Wie wir alle wissen, hat sich die Realität anders entwickelt. Es sind extremistische Bewegungen entstanden, aller grausamster Art, links, rechts und anderswo. Und wir stehen jetzt vor der Frage, was passiert jetzt, wie kann es angehen, dass wir, obwohl wir diese historischen Erfahrungen haben und obwohl wir ständig gewarnt werden vor dem Blick nach rechts, wie es so schön heißt, wir dennoch wieder Verhaltensmuster an den Tag legen, die sehr wohl mit narzisstischen und auch bolschewistischen Mustern vergleichbar sind. Denn sich über die Interessen der Menschen pauschal hinwegzusetzen, wie wir es jetzt beobachten können, hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Wir stellen fest, wir haben leere Parlamente, in denen ganz wenige Pflichtanwesende ihre ebenso pflichtgemäßen Ansprachen halten und anschließend der Protokollführer feststellen kann, also dass die bürokratischen Voraussetzungen eingehalten wurden, aber dass natürlich nicht im Entferntesten in irgendeiner Form das Problem, was jeweils anstand, angegangen wurde. Ob das Problem jetzt nun im Islam besteht, das ist ja nur eins der Probleme, mit denen Europa zu tun hat, und wir sollten auf gar keinen Fall in die Versuchung verfallen, es nun als das einzige und überbordende und nun sämtliche Lebensbereiche erfassende Problem zu sehen, sondern es gibt sehr wohl auch noch andere Punkte, die ebenfalls aber, deren daran Kritik zu üben, ebenfalls genauso verteufelt wird wie die sogenannte Islamophobie. Nämlich allen voran natürlich das Problem durch die Finanzen, durch den Euro. Und auch hier haben wir es mit einer abgehobenen Politik zu tun, die an jeder volks- und finanzwirtschaftlichen Vernunft vorbeigeht und glaubt, mit einer einzigen Währung eben einen rasant angestiegenen Bestand von Ländern steuern zu können, wohl wissend, dass vor dieser Gründung die Währungspolitik das entscheidende Instrument war, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Länder zu schaffen. Dieses Instrument ist weggefallen und somit müssen die sogenannten wohlhabenderen Staaten für die Versäumnisse der anderen aufkommen. Das ist so nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Und da Deutschland immer schon nicht nur als größtes und auch wirtschaftsstärkstes Land, sondern halt auch in der Mitte Europas liegend, sich sehr dafür geeignet hat, als Puffer zu dienen für allerlei Probleme, sei es nun die Finanzierung der Euro-Entwicklung oder sei es die Aufnahme eines Großteils der nicht nur muslimischen, sondern der Immigration überhaupt zu fungieren. Und insofern ist das Thema Judenhass durch muslimische Einwanderung natürlich ein Thema, aber aufgrund der Aspekte, die ich zusätzlich erwähnt habe, insbesondere wirtschaftlicher Art, sollten wir nicht vergessen, dass
hinter diesen jetzt immer deutlicher werdenden, uns negativ erscheinenden Effekten lang anhaltende Prozesse, die vorher bereits abgelaufen sind, stehen, ideologisch und religionspolitisch seit der Aufklärung und wirtschaftlich spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs, haben wir jetzt das Zusammenfließen, das Fusionieren der übergeordneten Interessen zu beobachten, die primär darin bestehen, dass die Politik sich in der eigenen Entdemokratisierung mit der Religionsfreiheit und der Toleranz für eine politische Religion wie den Islam ausstattet, um eben auf dieser Basis ihre Legitimität in Anführungsstrichen weiter vertreten zu können. Denn wie ich schon sagte, wir haben es mit einem nicht abschließbaren dynamischen System zu tun. Einer der zentralen Ausdrücke ist Toleranz. Toleranz ist schließlich nicht abschließbar, wenn Sie als betroffener Bürger irgendwann mal sagen, also Leute, unsere Toleranz muss ja irgendwo mal begrenzt sein, wenn sie an unsere eigenen Lebensumstände geht und man dann vorgehalten bekommt, ein Rassist, Volksverhetzer und Brandstifter zu sein, liebe Freunde, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass ein solches Konzept natürlich für diejenigen, die davon profitieren, ideal ist, aber für die Masse der Menschen, die darunter zu leiden hat und die dafür zu bezahlen hat, alles andere als akzeptabel. Insofern werden wir feststellen, und ich nehme da den Vorwurf als Brandstifter oder wie man es immer nennen mag, nicht gerne, aber durchaus entgegen, weil die Geschichte zeigt, dass ein herrschendes System nicht davor x-mal gewarnt werden kann, seine Machtvollkommenheit zu überschätzen, es aber regelmäßig nicht tut. Regelmäßig sind alle despotischen Machtsysteme der Weltgeschichte aufgrund der eigenen Fehlleistungen in den Orkus gegangen. Deswegen werden wir auch in diesem Falle, auch wenn es mit leider Gottes mit extremen Auswirkungen begleitet werden wird, werden wir Zeugen einer Entwicklung werden, die zwar an Gewaltentwicklung nicht vorbeikommt, die aber am Ende des Tunnels ihr eigenes Ende finden wird. Es geht schließlich nicht an. Sie können eine Leistungsfähigkeit einer Bevölkerung nicht über Gebühr in Anspruch. Sie können nicht mehr rausholen, als vorhanden ist. Das weiß jeder Wirtschaftler und das weiß im Grunde auch der vernünftige Machthaber. Und das wussten auch schon mittelalterliche oder spätmittelalterliche, neuzeitliche Philosophen wie Machiavelli, der ganz realistisch ansprach, was ein Machthaber, wie ein Machthaber sich verhalten muss, dass er die Bevölkerung täuschen und hinters Licht führen muss, ohne Ende, um seine Macht zu bewahren, dass ihm das aber alles per Saldo nichts nützt, weil die Zeit über ihn hinweggehen wird. Und auch diese Zeit, die wir heute erleben, wird über die herrschende Klasse unserer Zeit hinweggehen. Und das aus einem weiteren systematischen Grund. Ein System, wie gesagt, dieser Art, stimmt alle Funktionselemente auf sich selbst ab. Und ein ganz wichtiges Funktionselement unserer derzeitigen Politik ist der rasante Verfall von Bildung. Wir haben es mit immer weniger Menschen zu tun, die unser Schicksal beeinflussen,
aber immer weniger Mittel, geistige Mittel haben, um das auch wirklich zu bewerkstelligen. Daher beschränken sie sich auf ihre auswendig gelernte Propaganda und sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, weil sie nur kurzzeitig von jetzt auf heute denken und überhaupt gar keine, auch keine geschichtliche Vorbildung haben, schon mal gar nicht von der islamischen Geschichte, keine Idee entwickeln können, was für Effekte ihre politische und akademische Aktivität denn eigentlich mittel- bis längerfristig haben könnte. Und so ist gekommen, liebe Freunde, dass wir inzwischen mit einem Ausdruck in der akademischen Welt agieren, der sich ganz offiziell Dekonstruktivismus nennt. Für den normalen Verbraucher ist das Wort relativ nichtssagend im Moment, aber ich kann Ihnen sagen, dass es das bedeutet, was es sagt. Dekonstruktivismus sagt, dass man die Vorgängerkultur, dass man das, was die Vorgängerkultur erzeugt hat, das, was sie an Logik, Philosophie, Bildung und Werten erzeugt hat, abgebaut, destruiert werden soll. Und genau das passiert. Es passiert so konsequent, dass jeder, der versucht, an die gewachsene Kultur zu erinnern, eben wieder der Volksverhetzer und Rassist ist. Sie können schauen, wohin Sie wollen. Dieses System ist so umfassend, dass selbst in unserer Zeit oder gerade in unserer Zeit, wo wir den Schub der Immigranten erlebt haben, feststellen müssen, dass die Medien, die Gerichte, Politik sowieso, die Auswüchse, die tagtäglich passieren, die Übergriffe gegenüber Jugendlichen vor allen Dingen und versuchten und vollzogenen Vergewaltigungen von Frauen, dass die runtergespielt werden, wie es nur immer geht, dass wir nur Spitzen des Eisbergs erfahren, wenn es mal irgendwo einen mutigen Journalisten oder einen Menschen gegeben hat, der das live miterlebt hat und der dann nicht geschwiegen hat. Ja? Oder wenn Sie einen ausländischen Sender einschalten, der eben halt weniger Manschetten hat, über die Vorgänge in Deutschland zu berichten. In der Justiz haben Sie jedenfalls ganz eindeutig das Bestreben, es auf Biegen und Brechen zu vermeiden, einen Paragraphen zu entwickeln, der eben dieses Verhalten als zum Straftatbestand macht. Sondern es wird um den heißen Brei herumgeredet, es werden Szenarien entwickelt, wie zum Beispiel, dass man ja im Einzelfall gar nicht wirklich sagen könnte konkret, ob es hier zu einem solchen Übergriff gekommen sei oder dass ja unter Umständen auch die betroffene Frau einen solchen Übergriff provoziert haben könne und so weiter und so fort. Das Wort Provokation kommt im islamischen Sprachgebrauch natürlich überaus oft vor, denn weil der islamische Glaube der alleinige Glaube ist, der die ganze Welt erfassen soll, ist jeder, der davon abweicht, nicht nur ein Ungläubiger, sondern er ist auch ein Provokant, der den Gläubigen dazu berechtigt, ihn ja, mindestens zur Ordnung zu rufen, beziehungsweise ihn im Zweifel auch mit Gewalt zu behandeln oder, wie man es in den letzten Jahren wieder vermehrt hat, beobachten können zu töten. Und wenn wir also in der katholischen Kirche beispielsweise Prozesse feststellen können, der eindeutigen Annäherung an diese Politik einer Kirche, die Fürsorge für den Menschen sich auf die Fahne geschrieben hat, das muss man sich mal vorstellen, geht also der oberste Vertreter dieser Kirche hin und sagt, dass Islam und Christentum gleichermaßen Eroberungskulturen seien.
Liebe Freunde, das ist eine Äußerung, die man zunächst mal, da braucht man gar kein Katholik zu sein, sondern da braucht man nur ein bisschen etwas über die Geschichte der Kirche zu wissen. Man weiß genau darüber Bescheid, wie viele und welche intensive Fehlentwicklungen es in der Machtkirche gegeben hat. Dennoch steht diese Kirche für ein humanes Prinzip, für die Fürsorge für den Menschen. Die Aussage des Papstes würde bedeuten, wenn sie dann, er hat ja außerdem auch noch empfohlen, den Koran richtig zu lesen, wörtlich, den Koran richtig zu lesen, dann bedeutet das, dass man eigentlich nur die einschlägigen Aussagen im Koran und im Christentum, in den Evangelien zu vergleichen braucht. Und das würde in der letzten Konsequenz bedeuten, dass die bekannten Verse im Koran, die da das Angreifen, Versklaven, Vergewaltigen und Töten der Ungläubigen legitimieren, dass die sozusagen auch in den Evangelien zu finden sein müssten, wenn denn der Islam und das Christentum vergleichbare Eroberungskulturen wären. Man müsste also zum Beispiel so einen Vers wie tötet sie, wo ihr sie trefft, den man im Koran hat, den müsste man also aus Jesus Mund in den Evangelien finden. Das ist die Konsequenz und das ist die Perversion, die wir inzwischen in den Institutionen erreicht haben. Ausgewachsene Rechtsprofessoren treten dafür ein, seit vielen Jahren die Verfassung außer Kraft zu setzen, insofern als Vorgänge wie die Einführung des Euro gerechtfertigt wurden, gleichzeitig aber auch das Recht graduell zugunsten islamischer Interessen gebeugt bzw. verändert wird. Sie haben in den Universitäten die Entwicklung, dass sich die einschlägigen Fachschaften umso islamischer gebärden, je großzügiger die Zuwendungen von islamischer Seite werden. Die sogenannten Drittmittel. Und sie haben in den Parteien selbstverständlich die Erscheinung, dass, dass der muslimische Einfluss immer größer auf die Politik einfach deswegen wird, weil nicht nur muslimisches Personal einfließt, was ja noch einigermaßen verständlich wäre, weil die Muslime eben einen gewissen Prozentsatz an der Bevölkerung darstellen, aber dieser Einfluss wirkt sich unproportional deswegen aus, weil die finanziellen Zuwendungen entsprechend hoch sind. Und das betrifft ganz besonders die Medien, die mehr und mehr unter islamischen Einfluss einfach auch deswegen geraten, weil gerade in den Medien die Laufbahn von der Fürsprache für islamische Interessen ganz besonders positiv beeinflusst wird, sodass sie dort im Grunde nur noch, wie eingangs erwähnt, in den Printmedien vielleicht den einen oder anderen finden, der wagt, ein kritisches Wort zu sagen. Zum Schluss, der Veranstalter hat mich freundlicherweise mit der Berechtigung ausgestattet, um eine Viertelstunde zu überziehen. Und statt 45 oder 50 Minuten eine Stunde in Anspruch zu nehmen. Und diese Stunde ist in genau 3 Minuten vorbei. Lassen Sie mich daher noch mal kurz zusammenfassen und auf das Thema zurückkommen: Judenhass durch islamische Zuwanderung. Auch hier, aufgrund der Pluralität der Gesellschaft, in der wir leben, muss man tatsächlich zunächst mal einräumen, dass natürlich nicht alle Muslime Judenhasser sind, wie es überhaupt auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Propaganda ist, immer dann, wenn Kritik kommt, zum Beispiel im Verhalten Richtung Euro oder Islam, Migration und so weiter, oder meinetwegen auch dieser verrückten Klimaforschung, dass immer wieder der Einwand kommt, nicht alle machen dies oder jenes. Dieses Nicht-Alle ist insofern sehr effizient, als es
die meisten Menschen von der weiteren Argumentation schon abhält. Denn wir sind ja ans Argumentieren gewöhnt. Die Nachfolgekultur, die von mir sogenannte Gegenkultur, die Vorgänger-Wertesysteme abbaut, ist natürlich daran interessiert, dass, und auch inzwischen gar nicht mehr fähig aufgrund des Bildungsverfalls, argumentativ zu arbeiten, sondern nur noch diffamierend vorzugehen und entweder die Person, die argumentiert, ins Abseits zu stellen oder aber mit Pauschalfloskeln zu arbeiten wie nicht alle. Und da müssen wir zugeben, dass A, nicht alle Muslime Judenhasser sind, aber dass alle Muslime, wenn sie denn Muslime sind, auf ihren Glaubensgrundlagen fußen und eben diese Glaubensgrundlage sie dazu verpflichten, auf ein individuelles Dasein zu verzichten und ihr Menschsein als Teil der Umma, der weltweiten Islamgemeinschaft, zu verstehen. Sodass also von der muslimischen Seite nichts zu erwarten ist, was in irgendeiner Weise zu einer Aufklärung, zu einer Liberalisierung und zu einer Legitimierung Gesamtinteressen berücksichtigen Politik führen könnte. Insofern stehen wir natürlich vor einer Entwicklung, die wir alle nicht selbst erzeugt haben, sondern die seit langem angelegt und ist und sich weiter dynamisch entwickelt und der man nur dadurch begegnen kann, dass man nicht nachlässt im Informieren, und das geht mehr und mehr natürlich auch nur so in begrenzten Kreisen wie diesem hier oder auch in anderen ähnlich interessierten Kreisen, die sich intern mit der Diskussion des Problems beschäftigen. Aber je mehr Kreise sich damit beschäftigen und je drückender die Probleme werden, desto zahlreicher werden auch die Kreise, die sich mit der Problematik beschäftigen, desto mehr werden sie zusammenwachsen und desto mehr könnte etwas entstehen, was ich als sehr konstruktiv empfunden habe, damals in der Zeit der Wende, nämlich den runden Tisch. Der runde Tisch, der sich aus allen Gesellschaftsteilen zusammensetzt und dessen Teilnehmer im Interesse des Ganzen argumentieren und nicht nach Pöstchen jagen, wie zum Beispiel die Mehrheit derjenigen, die jetzt in der sogenannten AfD, in der Alternative für Deutschland, tätig sind. Da kann ich Ihnen versprechen, aus sehr gut informierter Quelle von Menschen, die an dieser Entwicklung teilgenommen haben, dass die Postenjagd dort das Hauptinteresse darstellt und dass das natürlich auf das Niveau der Teilnehmer drückt und dass das sich jetzt schon in der politischen Arbeit dahingehend auswirkt, dass viele AfD-Leute überhaupt gar nicht an einem Beitrag zur Politik in den Landtagen oder in den Gemeinden und Kommunen interessiert sind. Sodass also die Zukunft dieser Partei nicht besonders positiv zu beurteilen ist. Und sie kann auch nicht so beurteilt werden, weil sie Bestandteil des Parteiensystems ist. Wenn eine Alternative sich in diesem Land und in Europa überhaupt konstruktiv entwickeln will, kann sie es nur außerhalb des bestehenden Systems. Dankeschön. Lieber Bruder Radetz, herzlichen Dank für das, was Sie uns gesagt haben. Sie waren nur dreimal hier und Sie haben uns immer Gutes gesagt. Und Verschiedenes von diesen guten Sachen haben Sie auch aufgeschrieben.
Ich erinnere noch mal an dieses Buch von Gott zu Allah. Das war das erste, wo Sie hier bei uns geredet haben. Und jetzt ist noch eins, das kenne ich noch gar nicht, Sie haben mir es nicht geschickt. Allah im Wunderland heißt das. Ja, also vielleicht können Sie was dazu sagen. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Gotter. Dazu kann ich vielleicht zwei, drei Worte sagen. Allah im Wunderland ist vor einigen Jahren entstanden als satirische Kommentierung dessen, was damals zu beobachten war. Und es gibt meines Wissens kein Buch derzeit auf dem Markt, man kann es sogar bei Amazon und bei Libri und so weiter haben, das auch nur im Entferntesten die Problematik so locker, ich habe mich jedenfalls bemüht, es locker und satirisch anzugehen und dem Leser die Möglichkeit zu vermitteln, das, was wir jetzt erleben, entsprechend einzuordnen und auch, so schwer es fällt, Verständnis für die Gewalttäter des Islam aufzubringen, denn sie sind Opfer ihrer eigenen Ideologie. Sie sind aufgewachsen von Kindesbeinen an mit der Indoktrination durch Koran und Mohammed-Tradition. Und ich bin legitimiert, nun aufgrund des besonderen Anlasses, dieses Buch hier, nicht das von Gott zu Allah, beziehungsweise die anderen Titel, die dort noch bei Herrn Gotter ausliegen, aber dieses Buch hier, das ganz typisch ausgestattet ist mit einem entsprechend lustig aufgemachten Bild, das das Affentheater in der Politik und in der Universität darstellt, anzubieten zur Hälfte des Preises, also statt 20, 10 Euro. Und wenn es unter Ihnen jemand gibt, der gute Freunde hat, der ähnlich kritisch ist, die ähnlich kritisch sind wie Sie, dann können Sie drei auch zu 20 Euro haben. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich darf Ihnen natürlich jetzt, wenn Sie das dritte Mal bei uns sind, unseren Davidstern mitgeben. Original vom 13. Stamm des Volkes Israel, aus dem Erzgebirge hergestellt. Eine ganz gute Sache. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und er ist dann auch oben. Und wer die Bücher sich signieren lassen möchte, es ist ja heute unsere letzte große Israel-Konferenz, der hat jetzt zu die Gelegenheit. Das ist also vielen Dank. So gemacht. Wir hatten es ja gerade mit dem Thema Bildung zu tun. Und er hat uns ja eben gesagt, dass es erschreckend zurückgeht mit der Bildung. Wir hatten das unlängst bei uns in Mittweida, da gibt es auch eine Hochschule und da war Abschlussprüfung an der Uni. Das Thema der physikalischen Prüfung war Schall und Licht. Der erste Kandidat betritt den Raum. Der Professor: Was ist schneller, der Schall oder das Licht? Der Student: Das Licht. Professor: Schön, und wieso? Student: Wenn ich das Radio einschalte, kommt erst das Licht und dann der Ton. Professor: Raus! Der zweite Kandidat dieselbe Frage. Student 2 antwortete: Der Schall. Professor: Wieso denn das? Student: Wenn ich meinen Fernseher einschalte, kommt erst der Ton und dann das Bild. Professor: Raus! Der Professor fragt sich, ob die Studenten so dumm sind oder ob er die Fragen so kompliziert stellt. Der dritte Kandidat kommt herein. Der Professor: Sie stehen auf einem Berg. Ihnen gegenüber steht eine Kanone, die auf Sie abgefeuert wird. Was nehmen Sie zuerst wahr, das Mündungsfeuer oder den Knall? Der Student: Das Mündungsfeuer. Der Professor frohlockt und fragt: Können Sie denn das begründen? Der Student druckst herum und meint dann: Naja, die Augen sind ja doch weiter vorne wie die Ohren. Das ist leider so mit dem Licht, aber ich habe, das ist gerade eine neue Meldung, die sogar durch die Nachrichtenagenturen gekommen ist. Die Juden stellen etwa 0,2% der Weltbevölkerung und haben bislang 193 Nobelpreise gewonnen. Applaus.
Muslime stellen etwa 25% der Weltbevölkerung und haben bisher ganze 2 Nobelpreise. Also ihr merkt, es hat auch etwas, trotz alledem, Bildung hat immer etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Und ich will euch ganz einfach mal darauf hinweisen, wir haben von unseren Schweizer Nachbarn eine ganz tolle Zeitung in unserem Portfolio, mit der arbeiten wir auch sehr oft und sehr häufig zusammen, das ist Faktum. Dort oben steht der Stand und der Herr Chefredaktor ist sogar persönlich da. Ihr könnt ihn mal loben. Und er hat für meine Begriffe einen unwahrscheinlich tollen Artikel geschrieben unter der Überschrift: Wer das Geschehen unserer Zeit verstehen will, muss es als historisch wahrnehmen. Ohne den Blick in die Vergangenheit und ohne den Blick auf Jesus und sein Wort bleibt alles rätselhaft. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Aufhänger für so einen Artikel. Nehmt euch die Zeitung mit, lest ihn durch und das lohnt sich also wirklich. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause von einer Viertelstunde und dann geht es weiter mit einem ganz interessanten Thema. Und zwar, ja, das erfahrt ihr dann, wir haben einen ganz bedeutenden Gast aus Kanada, da über Israel und Auschwitz nach Sachsen, Rick Wienige mit den Fountain of Tears. Lasst euch überraschen. Viertelstunde Pause und dann geht's weiter.